Heute gibt es etwas Besonderes, das habe ich noch gar nicht so versucht. Ich wurde nämlich gebeten von einer super lieben Zuschauerin, ein Special quasi zu drehen über Irvin Yalom und seine Bücher, weil ich den wahnsinnig gern mag. Das habe ich jetzt vorbereitet mit vielen Notizen und Zetteln, damit ich euch keinen Blödsinn erzähle. Und ich versuche das jetzt einfach mal. Ich fürchte, es wird ein bisschen länger werden. Aber es ist ja auch was ganz Spezielles und ich denke, es schalten auch nur die zu diesem Video zu, die auch wirklich was über ihn wissen möchten. So, zu seiner Person. Irvin Yalom ist ein US-amerikanischer Psychoanalytiker, Psychotherapeut, Psychiater und Schriftsteller. Er ist emeritierter Professor für Psychiatrie der Universität Stanford. Und er hat viele Auszeichnungen bekommen, das finde ich sehr beeindruckend. Vor allem den Sigmund Freud-Preis für Psychotherapie hat er gekriegt. Er ist geboren 1931 und zwar am 13. Juni, das heißt, er ist ziemlich alt, 85 meine ich. Und er ist geboren in Washington, seine Eltern waren jüdische Einwanderer, meine ich. Er hat eine Frau, die heißt Marilyn, mit der er schon über 60 Jahre, meine ich, verheiratet ist und 4 Kinder, die alle im Erwachsenenalter sind. Er sorgte mit anderen für die Weiterentwicklung der Psychoanalyse. Das war ja ein ziemlich schwieriger Start, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt. Dann ist das ziemlich spannend übrigens. Und verbreitet in seinen Romanen für alle gut verständlich, also ziemlich niedrigschwellig einfach sein Fachwissen. Und das finde ich so toll an ihm. Ich mag es einfach, wenn Menschen das, was sie sich mühsam erarbeitet haben und was sie lernen und was sie wissen, weitergeben. Und zwar möglichst für alle verständlich. Einfach nicht diese unfassbaren Fachtermini, wo niemand weiß, was gemeint ist, wo man tausendmal nachschlagen muss, nur damit es unglaublich gebildet und toll klingt. Da hat man nichts von und er macht es halt richtig, richtig gut. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach ja, für ihn ist die therapeutische Arbeit, diese Beziehung zwischen Klient und Therapeut, einer Freundschaft sehr ähnlich und das finde ich richtig schön. Und zwar geht es ihm hauptsächlich um Gleichberechtigung, um Offenheit und auch um persönliches Engagement. Das sind so diese drei Säulen, die er für sich da sieht. Das mag nicht jeder so sehen, aber ich finde gerade in einer Analyse, die ja sehr intensiv ist und auch sehr viele Jahre geht, finde ich das ein tolles Konzept. Dann ist für ihn ganz wichtig, das Konzept ist Hier und Jetzt, das hat er auch entwickelt. Und zwar geht es ihm darum, dass es nicht in der Analyse darum geht oder in der Therapie darum geht, immer zu gucken, was war früher so doof und was kommt in Zukunft eventuell, sondern tatsächlich, was ist jetzt hier gerade in diesem Moment, in dieser Minute wichtig? Wie fühlst du dich? Was machst du gerade? Wie denkst du gerade oder was denkst du gerade? Und daraufhin, wenn man das nämlich entschlüsselt und wenn man darüber spricht, dann erschließen sich daraus nämlich auch alle anderen Sachen, weil er der Meinung ist, dass man das, was man im therapeutischen Setting von sich preisgibt und zeigt, dass das auch Ausschluss darüber gibt, was man außerhalb dieses Settings tut. Weil man, also die Voraussetzungen sind natürlich diese Säulen Offenheit, Engagement und Gleichberechtigung. Das ist natürlich klar. Wenn man denen da was vorlügt, dann funktioniert sein Konzept natürlich nicht. Aber daraus lässt er dann Rückschlüsse auf das Verhalten außerhalb der Therapie zu und kann dann da gezielt intervenieren. Und das fand ich halt sehr beeindruckend. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Und er ist ja auch ziemlich erfolgreich als Psychiater gewesen. Ich glaube, er behandelt sogar immer noch teilweise, obwohl er schon so alt ist. Dann hat er geforscht, und zwar im Bereich der Gruppentherapie. Und dabei ging es ihm um unspezifische Wirkfaktoren. Und zwar ist das, jetzt im Bereich der Gruppentherapie ist es einfach so, dass therapeutische Veränderung so ein komplexer Vorgang einfach ist. Und der setzt sich halt aus verschiedenen menschlichen Erfahrungen zusammen. Also wie hilfreich ist so eine Therapie? Darum geht es eigentlich bei diesen Wirkfaktoren. Und da hat er, um diese dann halt spezifizieren zu können und behandeln zu können, hat er sie halt erforscht oder versucht zu erforschen. Und nach ihm gibt es 11 Wirkfaktoren, die lese ich jetzt vor, weil die kann ich nicht auswendig. Und zwar ist es zum einen Hoffnung auf Heilung, die Universalität des Leidens, Mitteilung von Informationen, Altruismus, die korrigierende Rekapitulation der Primärfamilie, und zwar ist damit gemeint, ein korrigierendes Durchleben früherer Familienkonflikte. Also die Gruppe, da hat ja jeder eine spezielle Rolle. Oft gibt es ja auch männlichen und weiblichen Gruppentherapeuten, die repräsentieren dann so ein bisschen die Eltern. Man findet immer jemanden in der Gruppe, der seiner Schwester gleicht oder dem Bruder oder sonst was. Und da macht man halt frühe Kindheitskonflikte quasi nochmal durch.
aber bekommt die korrigierend reflektiert im Kontext dieser sicheren, geschützten Gruppe. Und das ist halt damit gemeint. Ach so, zum Altruismus wollte ich noch was vorlesen. Was, einfach damit man sich besser vorstellen kann, was er damit meint. Und zwar schreibt er als Ich-Erzähler in seinem Buch Liebe, Hoffnung, Psychotherapie: Ich bin der Meinung, dass sich ein Gefühl von Lebenssinn ergibt, nicht aber absichtlich, bewusst verfolgt werden kann. Es ist immer ein sekundäres Phänomen, das sich einstellt, wenn wir über unseren Schatten gesprungen sind, wenn wir uns vergessen haben, weil wir ganz von jemandem oder etwas in Anspruch genommen sind, der oder das außerhalb von uns selbst liegt. Und das ist mit Altruismus gemeint. Also dieses, ich tue etwas nicht mit einem Zweck oder Ziel gerichtet, sondern einfach um der Sache willen. Und jemand anders aus der Gruppe zum Beispiel kann davon profitieren. Grob gesprochen jetzt. So, dann Techniken des mitmenschlichen Umgangs ist die sechste, der sechste Wirkfaktor. Dann nachahmendes Verhalten, interpersonales Lernen und die Gruppenkohäsion wäre der neunte. Und dazu habe ich mir aufgeschrieben, die Patient-Therapeuten-Beziehung muss auch die Beziehung zwischen den oder zu den Gruppenmitgliedern und zur Gruppe insgesamt umfassen. Und dabei bezieht sich Kohäsion auf einen Bereich, der sich mit überschneidenden Dimensionen, das ist etwas, was man nicht so ganz fassen kann, so wie, also er nennt das Beispiel der Würde. Jeder weiß eigentlich, was es ist, aber es genau zu beschreiben und zu definieren ist ziemlich schwierig und das umschreibt halt auch so eine Kohäsion. Und eine Gruppenkohäsion ist für ihn halt einfach, dass jeder mit allem und der Sache an sich einfach auch in Beziehung steht. Dann ist zehntens die Katharsis. Katharsis meint ja eigentlich sowas wie Reinigung. Wichtig dabei ist aber, dass sie nicht alleine steht. Also Katharsis allein reicht einfach nicht in der Gruppentherapie. Sie hängt zum Beispiel mit dem interpersonalen Prozess zusammen oder auch mit der Gruppenkohäsion. Und zwar geht es hauptsächlich, also Katharsis meint eigentlich diesen Gefühlsausdruck, den offenen Ausdruck von Affekten, das ist damit gemeint. Und elftens ist die existenziellen Erfahrungen. Und dabei hat er seine Klienten befragt und für die waren drei Punkte dabei besonders hilfreich. Und das wollte ich mal vorlesen. Und zwar als ersten Punkt, zu erkennen, dass ich, so nah ich anderen auch kommen mag, dem Leben dennoch allein gegenübertreten muss. Zweitens, mich den Grundfragen meines Lebens und meines Todes zu stellen und so mein Leben ehrlicher zu leben und mich weniger von Belanglosigkeiten einfangen zu lassen. Drittens, zu lernen, dass ich die letzte Verantwortung für die Art, wie ich mein Leben lebe, übernehmen muss, gleichgültig, wie viel Anleitung und Unterstützung ich von anderen bekomme. Also ihr merkt, es geht dabei um existenzielle Erfahrung, vor allem mit der eigenen Endlichkeit, mit dem Sterben und dadurch natürlich dann auch mit dem Leben. Das sind seine Wirkfaktoren, die erläutert er in diesem Buch, Liebe, Hoffnung, Psychotherapie, ziemlich gut verständlich und auch ausführlich. Also ich rate da jetzt hier so ein bisschen durch, damit das Video keine Stunde dauert. Wen das interessiert, der kann dieses Buch natürlich jederzeit holen. Es ist so ein bisschen, auch so ein bisschen in Romanform geschrieben, obwohl es ein Lehrbuch ist. Aber er erzählt es halt aus seiner eigenen Perspektive heraus. Er hat einen unglaublich tollen Erzählstil. So, dann hat er Lehrbücher geschrieben, und zwar Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie, existenzielle Psychotherapie im Hier und Jetzt, Richtlinien der Gruppenpsychotherapie und der Panama-Hut oder was einen guten Therapeuten ausmacht und verschiedene Romane. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich von ihm habe und erzähle euch ein bisschen was dazu. Und zwar habe ich »Denn alles ist vergänglich«, Geschichten aus der Psychotherapie. Ich lese einfach mal den Klappentext, weil der ist relativ kurz. Ich glaube, wenn ich zu jedem Buch selber was sagen würde, würde das einfach den Rahmen sprengen. Das Wichtigste, was ich einem Patienten geben kann, ist eine authentische, heilsame Beziehung, die es ihm ermöglicht, zu gesunden. Wahre Geschichten von Irvin de Yalom, dem großen amerikanischen Psychoanalytiker, über die menschliche Seele und den therapeutischen Prozess, der voller Schmerz und Verwirrung, aber auch voll unverhoffter Freude und Hoffnung ist. Hat sich super gelesen einfach. Es ist sehr, sehr gefühlvoll geschrieben. Es sind ganz viele Beispiele. Er nimmt immer wieder Patientengeschichten, also natürlich unter einem Pseudonym, und erzählt das fast in Dialogform und wörtlich. Also es ist einfach super schön, das zu lesen und einfach auch aus der eigenen Isolation herauszukommen und zu sehen, Mensch, anderen geht es genauso. Das ist einfach, ja, einfach ein schönes Buch gewesen.
Ja, dann wie gesagt, Liebe auf eine Psychotherapie. Das ist tatsächlich in Form eines Lehrbuchs, auch wenn er es von sich erzählt. Er beschreibt halt wirklich die einzelnen Sachen und teilt es auf in Gruppentherapie und existenzielle Psychotherapie. Dann habe ich von Ihnen gelesen Die rote Couch. Ich lese mal wieder vor. Eine witzige Tour d'horizon durch die Therapeutenseele mit einem innovativen Hauptdarsteller und einer gerissenen Patientin. Yalom demonstriert wieder einmal, dass die Psychoanalyse Stoff für die schönsten, aufregendsten Geschichten bietet, wenn sie nur in die richtigen Hände gerät. Stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, worum es ging. Ich meine nämlich... Genau. Es geht darum, was passiert eigentlich, wenn Therapeuten Beziehungen anfangen mit ihren Klienten, wenn sich Klienten in Therapeuten verlieben und so weiter und so fort. Und da ist dann tatsächlich ein Psychoanalytiker, der in die Ethikkommission gewählt ist, um diesen Fall zu untersuchen bei einem speziellen Kollegen von ihm. Und dann kommt er aber selber in so eine Situation, weil eine gekränkte, verlassene Ehefrau eines seiner Klienten sich einen bitterbösen Racheplan überlegt hat, der dann ungeahnte Formen annimmt. Also dieses Buch war unfassbar interessant. Es war wirklich spannend, ich konnte es bis zum Schluss nicht aus der Hand legen. Und er schafft es jedes Mal, dass ungefähr ab zwei Drittel oder so die Handlung einfach nochmal so kippt und dann, aber nicht so plötzlich, dass man sich denkt, boah, was ist jetzt passiert, sondern total nachvollziehbar eigentlich im Nachhinein. Und dass es einfach super spannend bleibt. Also das Buch kann ich jedem empfehlen. Es ist tatsächlich ein Roman. Da ist wenig Fachwissen drin. Das ist auch fiktiv erzählt quasi. Er nimmt nicht sich selbst. Es ist einfach richtig, richtig toll zu lesen. Dann habe ich noch Die Reise mit Paula. Das war, jetzt muss ich selber nochmal nachsehen. Ich lese es mal vor. Dass Wissenschaft und Fantasie keine Gegensätze bilden müssen, dafür liefert der amerikanische Psychoanalytiker Irvin de Yalom seit Jahren überzeugende Beweise. Seine Geschichten um psychische Grenzsituationen und deren Bewältigung haben in Deutschland eine riesige Fangemeinde. In dem neuen Buch erzählt er nicht nur von allzumenschlichen Neurosen seiner Klienten, sondern lässt seine Leser auch tief ins eigene Innere blicken. So beichtet er vom zwiespältigen Verhältnis zu seiner verstorbenen Mutter, die zeitlebens eine ungebildete Frau war, sich gleichwohl unermüdlich für die Familie einsetzte. Die Reise mit Paula wiederum führt zurück in die 70er Jahre, als in Amerika das Thema Sterben so tabu wie Pornografie war. Yalom ruft eine Art Selbsterfahrungsgruppe Todkranker ins Leben, in deren Zentrum steht Paula, die an Brustkrebs leidet. Ihre Energie und spirituelle Welt sich beeindrucken Yalom tief und haben bis heute Spuren in seiner Arbeit hinterlassen. Sehr bewegend. Also diese Paula gab es tatsächlich. Er hat wirklich lange, lange Zeit mit todkranken Menschen Therapiegruppen geleitet und aus diesem Erfahrungsschatz erzählt er hier sehr authentisch. Dann las ich von ihm Der Panama-Hut oder was einen guten Therapeuten ausmacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war teilweise wirklich witzig, es war auch erschütternd, es war ernüchternd. Auch wieder ein sehr emotionales Buch, auch zu empfehlen. Des Weiteren habe ich von ihm Romane und die sind alle in so einer richtig süßen BTB-Format-Ausgabe. Die so echt einfach klein sind, so eine Pocket-Version einfach. Ein menschliches Herz, ganz dünn, wo ich noch gedacht habe, oh, was kann das sein, war aber sehr, sehr schön. Ging um zwei befreundete Ärzte, also ein Analytiker, ein Arzt, auch um Endlichkeit und Begrenztheit des Lebens und sowas, glaube ich. Schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Das Spinoza-Problem, oh ja, das habe ich geliebt. Yalom ist unglaublich belesen, was Philosophie angeht und macht das richtig, richtig gut, wenn er das in seinen Büchern benutzt. Und das Spinoza-Problem hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und zwar wird da parallel erzählt von dem Philosophen Spinoza und dem Nazi Rosenthal. Oh weia, ich möchte jetzt keinen Blödsinn erzählen, das ist auch schon wieder so eine Weile her. Rosenberg, Alfred Rosenberg, genau. Der ja auch bei den Nürnberger Prozessen dann verurteilt wurde. Und parallel erzählte diese Geschichten, man möchte nicht glauben, dass die irgendwie zusammengehen, aber sie gehen in diesem Buch zusammen und lohnt sich auf jeden Fall. Super spannend. Dann habe ich gelesen, Die Schopenhauer-Kur. Das war interessant. Da ging es um eine Gruppentherapiesitzung, an der ein Mann teilgenommen hat. Ich weiß seinen Beruf gerade gar nicht mehr. Ich glaube, er war Professor an der Universität oder so und der war unglaublich vernarrt in Arthur Schopenhauer und seine Philosophie. Arthur Schopenhauer hat eine sehr pessimistische Philosophie, eine sehr verneinende und ablehnende Philosophie. Und dieser Mann hat sich dem so angenommen und er hat auch wechselnde Sexualpartner gehabt und war relativ abgebrüht und hatte gar keinen Zugang zu seinen Gefühlen
Und in dieser Gruppentherapie geschieht dann Unglaubliches. Er reißt das so ein bisschen an sich, er kränkt den Therapeuten unfassbar und es nimmt ein wirklich überraschendes und tolles Ende. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wie eigentlich alle Bücher von Yalom. Das letzte Buch, was ich von ihm habe, ist Und Nietzsche weinte. Und dazu muss ich gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, ich erwähne es in fast jedem ist gut, so viel habe ich ja noch gar nicht, aber in vielen Videos, wo ich über Bücher spreche, die mich berührt haben, die ich toll fand. Dieses Buch habe ich in 9 Stunden weggelesen. Ich liebe es, ich könnte es immer wieder lesen. Ich habe so geweint, weil es mich so berührt hat und ich weine selten bei Büchern, aber dieses Buch, unglaublich toll. Es geht um die Geschichte von Friedrich Nietzsche und was gewesen wäre, hätte dieser eine Psychoanalyse gemacht bei Josef Breuer. Die hat er nie gemacht, das ist Fiktion. Der Rest ist tatsächlich wirklich passiert, aber die Analyse fand nie statt und trotzdem war es sehr, sehr, sehr bewegend. Irvin Yalom hat auch 2 Filme rausgebracht, und zwar zum einen der Film zum Buch Und Nietzsche weinte. Auch, finde ich, sehr gut gemacht, ist mehr so ein B-Movie, ist nicht so aufwendig produziert, hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Und Yaloms Anleitung zum Glücklichsein, das ist einfach im Grunde, es ist nicht seine Biografie, aber er erzählt schon von sich, man lernt seine Frau kennen, seine Kinder kennen und er gibt so seine Lebensweisheiten ab. Ein sehr ruhiger Film, mehr in Richtung Dokumentarfilm vielleicht, also es ist jetzt nichts, was man irgendwie so mit Hollywood oder sowas vergleichen könnte. Es ist halt einfach, er erzählt einfach und wird so ein bisschen durch sein Leben begleitet. Ich fand ihn sehr schön. Er war sehr beruhigend, er war sehr inspirierend. Er sagt viele, viele wahre Sachen und er ist einfach mein absoluter Lieblingsautor. Ist einfach so. Mehr habe ich von ihm nicht. Das war es auch, was ich im Grunde zu ihm erzählen kann. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wenn euch das viel zu lang war und viel zu viel gequatscht, auch das gerne in die Kommentare. Dann kann ich mir ein Bild davon machen, was gewünscht ist und was nicht und kann das entsprechend optimieren. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das vorzubereiten und das zu erzählen. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.